Hallöchen Leute und willkommen zu Starbound. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Ich habe mir noch einen Kumpel mitgebracht. Oder ich habe einen Kumpel mitgebracht. Den Knickohr. Hallöchen. Hallöchen, genau. Und zwar, ja, ich wollte Starbound schon länger aufnehmen. Aber alleine dachte ich mir, nö, ist doof und so. Und deswegen habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er Bock hat mitzumachen. Und er hat ja gesagt. Und als Nebeninformation, er wird demnächst, oder ich sag jetzt einfach mal demnächst, ich weiß nicht, ob das passt, aber... Ja, sobald ich meinen neuen Rechner hab halt. Ne? Ja, sobald er seinen neuen Rechner hat, wird er auch anfangen, Videos auf YouTube zu machen. Ich schätze mal auch so Let's Plays und Gameplays, keine Ahnung, was er davor hat, aber... Na, wahrscheinlich die Sachen, hauptsächlich auch die Sachen, die wir beide zusammen machen, damit die Leute das aus jeder Sicht gucken. Genau, also werdet ihr uns beide wahrscheinlich in Zukunft öfter sehen, jedenfalls wenn es um Let's Play Together geht und so. Was machst du da? Nix. Na, wie sieht's aus? Nein, 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 nein. Du und ich? Hä? Nein, 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 nein. Ach klar, komm, du bist doch eine Frau. Für die Leute, die es nicht erkennen, wir sind beides männlich. Aber na, ach, das ist Quatsch, er ist eine Frau. Nein. Doch. Du bist eine Steckdose, ist auch nicht besser. Ich bin keine Steckdose. Du bist halt ein Stecker, was auch immer. Manu. Komm her, los. Nein, hallo? Nein, nein, nein. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, bevor wir verhungern und so. Ich nehme mal mein ganzes Gekröse hier aus dem Schrank raus. Ja, und dann werden wir einfach mal nach unten gehen und uns das Nötigste zusammensuchen. Also Holz, Steine und Treibstoff. Genau. Oh, ja, ja, accept, bla bla bla. So, ja, dann verpissen wir uns einfach mal nach unten. Ja. Lob. Yeah, Geld! Ja. So. Das erste, was wir mal machen sollten, Fackel setzen. Ja. Ja, das ist schon mal eine gute Idee, damit wir wissen, wo und so, ne? Damit wir wissen, wenn wir einmal um den Planeten rum sind. Genau. Komm mal her, Kumpel. Natürlich ist hier ein schöner Winterplanet, wo natürlich kein einziger Baum ist. Sehr schön. Und übrigens haben wir das beide schon gezockt. Also er hat es mehr oder weniger, ich sag jetzt einfach mal, durchgezockt. Er war schon im letzten Sektor da und so. Genau, auf dem schwersten Planeten mit den besten Waffen und was ist das hier. Ja, aber ich dachte, und ich war halt, ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich war. Ich war, glaube ich, Alpha, Beta, Gamma, ich glaube Delta war ich, glaube ich. Den Drachen hatten wir schon getötet. Ja, den Drachen hatten wir auf jeden Fall schon platt gemacht. Ja, und dann kam ja der große Vibe und so und da hatte ich dann keine Lust mehr vorerst und... Dachte mir jetzt aber, hey komm, ich hab mal wieder Bock auf Starbound, deswegen machen wir jetzt einfach ein LPT draus. Hier, warte mal, ich muss mal Steine mitnehmen. Ach, siehst du Steine? Ach komm, ich nehme hier oben auch kleine welche mit. Ja, weil wir brauchen Steine, um uns eine Spitzhacke und uns eine Axt zu bauen, weil sonst, wie man bei dir wahrscheinlich gerade sieht, dauert das mit diesem Antimaterie-Teil einfach mal ewig. Ach, das ist Quatsch, das fällt kaum auf. Das ist wie mit dem Diamantbohrer und so. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine wir brauchen. Da wir am Startpunkt keine haben, sollten wir mal ein paar mehr mitnehmen. Ja, wir nehmen mal ein paar mehr mit. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob wir welche für die Werkbank brauchten oder ob die nur aus Holz war. Mal gucken, im Crafting, da brauchen wir nur Woodplanks für. Naja, dann passt das ja. Wir brauchen, glaube ich, 12 Steine für eine Axt oder sowas. Ja, ich nehme jetzt einfach ein bisschen was mit hier und gut. Ich habe so, ey, es ist unglaublich. Ich habe sogar daran gedacht, den Timer anzumachen. Was? Echt? Ja! Das erste Mal in einem meiner Videos, dass ich ja dran denke, einen Timer zu machen. Das ist unfassbar. Gut, dass das keiner weiß, dass das hier der dritte Versuch ist oder so. Nee, das sagen wir ja auch nicht. Also nee, das schneiden wir hier raus und so. Wäre ja auch peinlich, ne? Hier ist dann einfach Totenstille und dann läuft dann einfach irgendwelche peinliche Musik. Ich habe 32 Steine. Hallo? Ja, ich habe kein Holz. Ich hab 23, naja gut, ist auch nicht viel. Der kommt jetzt aber nicht hier an und, och, er kommt an. Geh weg, aua. Kackvogel, stirb. Jetzt kommt natürlich der zweite auch noch. Bam. Ja, diese Anfangswaffe ist einfach so episch. Schlecht. Ja, die ist so unglaublich gut. Hallo, ich spring vorbei. Alter, nein, nee, oder? Das kann jetzt, ist jetzt nicht euer Ernst. Ey, gerade hast du da mal zwei tot gemacht, jetzt kommen schon die nächsten beiden, oder was? Macht's gut. Aua! Au! Hat jetzt weh. Leicht. Wir brauchen noch Bandagen. Sonst sind wir hier total am Glauben. Ach, ist Quatsch. Du
was zu essen. Wir brauchen noch eine Hacke. Spitzhacke, Axt, und ja, eine normale Hacke, damit wir die komischen Seeds, die wir haben, anbauen können. Die komischen Samen. Bleibt mir hier stehen, damit das Holz nicht da ist, da runterknallt. Hat ja fast geklappt. Möp. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz, jetzt haben wir ein bisschen Zeug. Da können wir eigentlich erstmal wieder hochgehen. Ich nehme mir einfach noch ein bisschen. Nehmen wir einfach so, falls mal irgendwas ist, wo wir nie hochkommen oder so. Kannst du nachher mit der Spitzhacke machen, wenn wir eine haben. Hä? Lass mich. Die Sachen hier unten bauen. Anbauen oder wie? Nee, bauen an sich, also die Werkzeuge herstellen. Ach so, na, das ist mir eigentlich egal, wo wir das machen. Geh weg. Dann haben wir die Sachen gleich oben auf dem Schiff. Ach so, hier, die haben übrigens neue Attacken. Die Gegner oder was? Ja, die können nicht so wegpusten und ja, so eine Kleinigkeiten halt. Ich nehme gleich noch oder Bandagen. In die Luft heben und sowas. Ja, ich nehme gleich noch Bandagengekröse mit hier. Da unten ist noch Kohle, die müssen wir dann auch unbedingt abbauen. Aber irgendwie passiert ja gerade gar nichts. Ja, kommt das nur mir? Lass mal hochgehen. Wir bauen uns erstmal eine Waffe, hier Werkzeug und dann. Naja, bin ich dafür. Oh, oh toll, ich habe mich gerade gefreut, dass ich alleine bin. Was? Was? Nein, hast du nicht. Nee. Bau mal hier eine Crafting-Table-Dingens. Ja, dann mach du die Crafting-Table-Dings. Aus ein paar Woodplanks. Und, ja, accept. Dann können wir hier eine Spitzhacke. Oh, jetzt reicht's natürlich. Achso, jetzt habe ich keine Woodplanks mehr. Die haben nicht gereicht. Was brauchst du denn noch? Also, was wolltest du denn jetzt bauen noch? Na, ich habe jetzt eine Spitzhacke und ich wollte jetzt noch eine Axt bauen, aber die Holzbretter, die ich habe, reichen nicht. Warte, ich habe noch welche. Inventory und, Noch 8. Nee, ist ja gar nicht im Inventar. 25 oder so. Da. Oh, das war Fail. Da. Hier sitzt. Alter, was ist zu viel Holz, ne? Ich habe einen Baum gefällt. Stone Axt. So, jetzt habe ich eine Axt und eine Dings. Will ich auch was bauen? Eine Axt und eine Dings hat mir gefallen. Ach, na hier eine Spitzhacke. Ich habe eine Spitzhacke, ich habe alles. Warte. Samen habe ich auch noch im Inventar, die müssen wir gleich mal hier umfriemeln. Dann baue ich noch eine Hoe, also eine Hacke. Jo, macht jetzt. Keine Dingshacke, sondern die andere halt. Dann bastel du die, genau. So, aber die können wir wahrscheinlich unten auf dem Schneeboden da nicht anbauen. Ich schau mal eben, ob wir hier. Ne, wir haben aber bloß einen Planeten und den Planeten, wo wir nicht drauf landen können, im Sonnensystem hier gerade. Also in dem. Ach nee, Quatsch, Sonnensystem war jetzt Blödsinn. Wie war das Zurückgehen so? Ja, das Sonnensystem ist eigentlich doch richtig. Naja. Sternsystem wäre nämlich dasselbe. Ja, ich gucke mal, was haben wir hier? Hier haben wir Wüste, Mondplanet und Schneeplanet. Ja, wir haben aber kein Fuel. Wir haben doch keinen Treibstoff. Nee, ich will aber schon mal gucken. Dann haben wir hier Arid, Moon und Can't Land. Naja, gut. Schon mal als ja, mach's gut. Ja. Haut da rein. Aber so. Wir können hier wahrscheinlich hier nicht rumhauen hier, oder? Ich gehe jetzt erstmal hier rein, weil ich will und so. Nee, natürlich. Ach nee, warte mal, wie war das? Hier mit der Axt geht das besser, ja. Ja. Mit der Axt geht das um einiges schneller. Weil Bandagen braucht man definitiv. Ja, ich bin fast tot, davon abgesehen. Wow. Gefunzel. Ich hab mal gerade ein bisschen Kohle gefunden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und ein bisschen Gold. Ich komm jetzt einfach mal in deine Richtung. Obwohl eigentlich könnte ich. Ah nee, komm, ich lauf nach links lang. Nee, das ist ja Käse. Ah nee, das ist Käse, weil wenn. Doch und so blöd. Verstehst du? Ja. Nee, ich nicht. Ich hab jetzt 12 Kohle, da können wir schon mal ein paar Fackeln bauen. Hast du jetzt ein paar Bandagen? So ja, hab ich in der Hand, 10 Stück. Kannst du mir mal ein paar abgeben? Na, aber selbstverständlich allein. Oh, hab ich das jetzt wirklich gesagt? ich weiß nicht, ich hab gar nicht aufgepasst. Warte, einen Moment. Kann man die irgendwie. Nicht, dass du weißt, dass ich dir nicht zuhöre. Da. Oh, jetzt verschmeißt du die auch noch bis ans andere Ende der Welt, ey. Ja, geh holen. Braves Hündchen. Was?
Lecker Bandage essen. Ah ne, die Essensanimation haben sie ja weggenommen. Früher hat man... Ah hier, Gravitation Slam. Da beamen die dich in die Luft und hauen dich dann auf den Boden. Alter! Ja. Doof oder was? Ja, ich hab's gerade mitgekriegt. Ziemlich lustig. Davon gibt's halt noch viel, viel mehr Attacken von den Monstern und es gibt noch viel, viel mehr Monster und noch viel, viel mehr Waffen, Planeten und irgendwelche anderen Völker. Und ja. Naja, ich habe ja jetzt schon mir auch das Let's Play von zwei anderen YouTubern schon lange nicht mehr angeguckt. Ich möchte jetzt die Namen einfach mal nicht nennen. Ich hab's ja gespielt. Ja, und deswegen fehlt mir sowieso Haufen Informationen. Also seit dem großen Vibe, was danach kam, habe ich echt keinen Dunst. Aber finde ich. Kannst du mal da unten die Kohle abbauen, die da in der Erde steckt? Das könnte ich sogar tun. Das tue ich jetzt auch einfach. Und Kupfer brauchen wir auch noch, damit wir uns mal hier ein bisschen noch eine Kupferaxt bauen können. Hier, Pickaxe. Ja, so sieht das aus. Aber Kohle ist wichtig, damit wir auf einem anderen Planeten fliegen können, damit das Thema... Tü-tü-tü. Nö, ich buddel mich jetzt hier durch, weil ich's kann. So. Tach. Kennen wir uns? Nö. Warum folgen Sie mir dann? Ich stalk dich. Na toll, ich hab einen Stalker. Hallo! Schmeiß mich doch nicht runter! Hallo! Völlig irre! Yeah. Und tschüss! Au! Stirb! Warte, hier ist Kupfer. Ja, und hier ist Eisen. Oh nein! Hier ist ein Kackvogel. Ich hab hier ganz ruhig und so. Ja, das Eisen habe ich auch schon gesehen, wir brauchen auch, damit wir mal... Das so hast du gar nicht gesehen, das ist mein Eisen. Das habe ich vorhin schon gesehen, weil hier standen die beiden Bäume oben auf dem Ding jetzt. Das ist Quatsch. Nee. Oh, Fischi. Will ich tot machen, ich hänge an dem scheiß Klotz fest hier. Macht's gut. Fische sind lustig, wenn du das Wasser ablässt, dann schwimmen die auf Trocknen. Ja. Aber sie sterben nicht. Nee, die sterben nicht, das ist irgendwie voll... Das sind voll die Imberfische. Hallo, was willst du denn? Hast du ein Ei auf dem Rücken oder was? Nee, irgendwas anderes. Na komm halt. Junge, verrecke doch. Kupfer! Ich nehm gerne das Holz hier noch mit. Ja, ja. Oder Holz brauchen wir erstmal. Also ich muss ehrlich sagen, so eine Animation hier zwecks Baum umfallen und direkt umfallen und alles auseinander, sowas wünsche ich mir in würde ich mir in Minecraft auch wünschen. Ja, na gut, da gibt es ja die verschiedenen Modifikationen dafür, aber... ja, die Timber-Mod, ja. Aber, weiß nicht, irgendwie... Ja, aber na gut, die Leute, die sich mein allererstes Video angeguckt haben, die wissen ja, was ich von Minecraft und so halte. Also ich mag zwar Minecraft, aber... Das jetzt Let's Playen oder so, nee. Wobei ich auch schon überlegt habe, ob ich die Xbox-Version einfach... Oh nee, oder? Geht weg. Ja, verrecke halt. Ob ich die Xbox-Version vielleicht Let's Playen soll, aber... Nee. Die hängt so dermaßen hinterher und da... Nö. Upsle. Kannst du mal ein Bandagchen nehmen? Ein Bandagchen? Ja. Nimm mal ein Bandagchen. Ich halte in der Zeit hier etwas auf. Ihr habt halt, Mann. Boah, wieso halten die so viel aus? Das frage ich mich auch gerade. Oh. Ich hab gut Pixel gebracht. Oh, das cool, ist... Hier ist ein Akkordeon oder sowas drin. Ich hab Samen drinne. Fleisch. Rock Organ. Und Copperbar. Also, ja, aber nimm die blöde Kiste mit. Naja, selbstverständlich. Na, das machst du schon. Gut. Spart mir Arbeit. Mal, können wir hier an dem Fass was kochen? Ja, dann nehme ich die auch noch mit. Dann brauchen wir kein Campfire bauen. Das ist gut. Hey, hier steht was auf der Wand drauf. Was? They said they would come back. Ah, okay. Sie sagten, sie kommen zurück oder irgendwie so? Hey. Oder sie haben gesagt, sie kommen zurück? Ach, keine Ahnung. Mein Englisch ist zwar jetzt eigentlich nicht so schlecht, aber ich habe da jetzt gerade nicht so wirklich den Dunst, was das heißt. Ah, ich glaube, so falsch lag ich nicht. Alter, dieses blöde Vieh mit seinem komischen Eider oder Knopf oder was es da hat auf dem Rücken, keine Ahnung. Wie ich einfach ins Nichts schlage. Hallo. Upsley. Das ist Quatsch. Ach, schön, dass du immer darauf aufpasst, wie es mir geht. Finde ich gut. Ja, dann ist das Gejammer wieder groß.
Niemals. Ich würde nie jammern. Du jammerst dann still vor dich hin, seh trotzdem. Ja, stimmt auch wieder. Ah, wo bist du denn schon wieder hingerannt? Ich bin bloß runter und baue hier noch ein bisschen Holz ab, weil hier stehen ein paar Bäume. Ja, eben, ich hab nicht die beiden Bäume da oben gerade auch mitgenommen. Hier ist übrigens so eine coole Pille, willst du da mal draufdrücken? Och nö, lass mal. Für alle, die es noch nicht gespielt haben, da sind manchmal so Boosts drin, wie sofort sterben oder Heilung und so. Scherze. Das ist so der beliebteste Boost überhaupt, ne? Ja. Nein. Jetzt habe ich es abgebaut mit der Axt. Jetzt ist es weg. Ja, weil du den Baum davor weggemacht hast. Kommt mal wenigstens nicht in Versuchung, es abzu. Du kannst auch einfach den Boden drunter abbauen, dann verschwindet es auch. Ja, da ist ein Turm, da steht oben eine Kiste. Aber da musst du mal aufpassen, da sind halt so Roboter, erst zwei Stück. Naja, du machst das da, wa? Ananas. Plantfirer. Ja, ganz einfach. Block und fertig. Alter, Mann! Das finde ich jetzt nie in Ordnung von dir. Nö, finde ich blöd. Circuit Board. Nimm mir diese Plattform hier mit, diese rostigen. Für mein Raumschiff. Ein Schiff bauen, oder was? Richtig. Weil die passen besser zum Schiff. Ach stimmt, ja, du hast ja dieses andere Schiff. Ja, naja. Sonst hab ich ja immer mit einem Menschen gespielt, aber ich dachte mir, nö, ich will mal mit was anderem spielen. Ja, ja. Deswegen nehme ich mir auch die Türen mit. Das ist ein Grund, warum ich ja diesen Floran ausgewählt habe, damit man halt auch mal was anderes sieht. Ja. Wow. Ich könnte meine Bandage nehmen. Ah. Oh, jetzt habe ich keine mehr. Ich habe auch coole Sache. Drei Stück. Wir müssen dann gleich mal da unten mal Zeug sammeln. Wir müssen jetzt erstmal Kohle kriegen und dann müssen wir mal auf einen Dschungelplaneten und da wachsen diese ganzen Fasern da auf dem Boden. Da kann man sich schön eindecken. Also mit 200, 300 Bandagen möchte ich schon mindestens rumlaufen. Ja, am Anfang tun es auch erstmal 50 oder 30 oder so. Ah, hier ist schon wieder so ein komisches Vieh mit Knopf auf dem Rücken. Geh weg. Nö, ich will da nicht hin. Boah, jetzt falle ich da auch noch rein. Du Held. Aha. Hey, der stets nach unten fällt. Nein. Ich soll oft ins Wasser hier, sonst rost ich noch. Wow. Das stimmt ja, du bist ja so ein Robot, Herrs. Ein Robotski. Glitch. Glitch, ja. Ich bin voll der Glitcher, ey. So, bau dir mal eine Bandage. Ja, könnte man tatsächlich mal tun. Deswegen hast du die Dinger da ja gerade abgedingst. So, Dingens hier und so und wo haben wir sie denn? Da. Ja. Banken ja abgeschlagen. Mal hier auch noch mal machen. Tü. Oh Gott, geh doch weg. Nö, ich will nicht mit dir spielen. Hallo. Also wenn wir gut sind, was wir ja meistens nicht sind. Das, dann schaffen ja, wir es ohne zu sterben einmal um den Planeten rum. Das wäre ja ein Traum. Ja. Das wäre ja ein übelster Traum. Wieso und passiert hier nichts? Wir haben am Ende 100 Kohle zusammen. Das wäre noch besser. Das wäre optimal. Ja. Das aber bei so uns optimal, dass das wahrscheinlich nie passieren wird. Boah, also auf jeden Fall wird das nicht in der ersten Folge passieren. Wieso, wie weit sind wir jetzt schon wieder? Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Minuten. Gott. Starbound ist echt so ein Spiel, ne? Da, wenn du Zeit verbrennen willst oder verbrauchen, also Lebenszeit verbrauchen willst, dann spielst du Starbound. Ja. Gehen 8 Stunden einfach mal rum und ist nichts passiert. Ja. Ich habe auch gerade gestaunt, als ich auf den Timer geguckt habe, aber ich vermute mal, es wird noch eine Weile dauern, bis wir um den Planeten sind. Das ist halt die Frage, wie lange du so eine Folge machen. Naja, eigentlich so 20, 25 Minuten, also maximal 25 habe ich mir immer gedacht, weil ja. Ach, die erste Folge müssen wir ja mal. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal so, wir gehen immer eine Runde um den Planeten rum und dann, ja. Ah, ich hab nie geguckt, wie groß der Planet ist, aber er war nicht einer der kleinsten. Na, toll, okay, dann. Aber er war auch nicht einer der großen. Ich glaube, es ist irgendwo so, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Naja, ich werde ab und zu mein Auge auf den Timer werfen, gut.
Dann. Wenn wir, wenn wir 100 Kohle zusammen haben, können wir auch hochgehen, Schnitt machen und uns dann einen vernünftigen Planeten suchen. So sieht's aus. Bin schon erstaunt, dass wir überhaupt schon hier so viel Kohle finden. So hatte ich bei mir im Singleplayer nicht so. Gott, das ist ein tiefes Tal, ey. Du brauchst ja 3 Stunden, bis du oben bist. Du greifst mich nicht an, oder? Du Kackvogel? Nee. Du greifst mich auch nicht an, aber ich nehme das Kupfer hier mit. Hier ist so Ja, viel. Kupfer brauchen wir für Rüstung und für eine bessere Spitzhacke. Genau. Deswegen hier ist gerade so eine schöne große Genau, Ader. über diesen. Das hatte ich wahrscheinlich gar nicht angegriffen. Nee, es war ein Friendly. Naja. Es war friendly. Friendly? I'm Ja. friendly. Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Ah, cool. Ich bin gleich da. Also, wenn du da mit deinem Kupfer fertig bist, können wir uns da ja. Da, dann können wir da mal einen Folgenpost machen, dann hast du einen schönen Aufhänger für die nächste Folge. Ja. Schnarch. Hier, es sind auch noch Kumpels von dir. Ah, Tag. Ey, das ist doch mein Cousin, oder? Wo willst du hin? Hallo? Hallo? Also ich weiß nicht, ob das dein Cousin ist. Die sehen immer alle so gleich aus. Ich kann das nie Hallo? auseinanderhalten. Ey, Cousin, wie geht's? Frauen, Kinder? Ich glaube, der schlafwandelt. Der läuft einfach geradeaus. Hallo? Wo willst denn du hin? Ja, jetzt hast du mich gehört, wa? Na, wie geht's so? Frauen, Kinder? Alles klar? Hallo? Meine Fressen. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Nö, puh. Sehe ich gar nicht ein. Wenn er wegrennen will, dann soll er halt wegrennen. Idiot. Moin. Boing. Na, hier ist ja so Brücke und so. Oh, eine Brücke. Ja, du musst mal dein Messer einpacken. Ach, siehst du, da war ja was. Weil sonst hauen die dich tot. Du Oder einfach so. rumfunzeln. Funzeln ist gut. Au! Er mag's nicht, angefunzelt zu Oh. werden. Alter, was ist denn hier los? Der hat Okay, seine Knarre ausgepackt. jetzt müssen wir doch morden. Ich will doch niemanden wehtun. Oh oh. Alter, Oh ich fühle mich oh. ja Oh gerade ein bisschen. oh. Ich Keine laufe mal noch rück. mehr. Ich laufe einfach mal rückwärts. Wir Aber die sind schon sind gerade wieder. mal tot. Ein epischer Kampf. Ey, ich will mit epischen. Ha! Du machst natürlich Last Hit und tust hier dann so einen auf dicke Hose. Wir sollten mal hier Ja. vorne denn stehen bleiben. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal stehen. Ich mach mal die Tür zu hier. Hallo, Tür zu. Plupp. Ja, eben, dann sieht's so aus, als wenn wir nie da gewesen wären. Nee, wir waren noch nie hier. Also, nö. Was? Aber Was? das, deine Familie ist ganz schön aggressiv, habe ich mal so festgestellt gerade, ne? Naja, was willst du machen, ne? Was würdest du machen als Roboter, wenn du hier so erstmal über Wasser richtig rüberbauen musst und so und wahrscheinlich die halbe Familie verloren hast dabei, weil sie an den Grund gesunken sind? Kurzschluss, ja. Kurzschluss. Ja, es war das mit der, Kabelbrand im Herzschrittmacher oder so. naja, das mit der Brücke war auch eine Kurzschlussreaktion, weißt Achso, ja. du? Ach Gott, ja. Okay, Jetzt. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Schnitt und so und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Reinschauen. Ich tu nochmal die Namen einblenden hier. Ja, danke fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.